Das Johannesbollwerk war Teil der Wallanlagen, die 1626 von dem niederländischen Festungsbaumeister Johannes von Falkenborch errichtet wurden. Mit den 21 Bastionen, den Wehrwassergräben und einem Hornwerk schützte es Hamburg vor den Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges. Wir gehen jetzt auf der Dietmar-Köhl-Straße durch das sogenannte Portugiesenviertel. Benannt wurde es nach den vielen Spaniern und Portugiesen, die sich hier in den 70er Jahren vor allen Dingen angesiedelt haben und hier ganz viele Restaurants und Läden betreiben. Also kehren Sie gerne irgendwo ein, wenn Sie möchten. Früher war das Teil des Gängeviertels und die portugiesische Geschichte in Hamburg ist lang. Auch in Gold und Ehre kommt ein berühmter Portugiese vor, nämlich Senhor Teixeira, ein Bankier und Kaufmann. Er sorgte unter anderem für die Finanzen der skandalumwitterten Königin Christina, die auch in Hamburg lebte und auch in Gold und Ehre einen Gastauftritt hat. Außerdem finden Sie in der Dietmar-Köhl-Straße die skandinavischen Kirchen. Das ist auch was ganz Besonderes. Die gab es noch nicht zur Zeit von Gold und Ehre, aber Sie kommen ja vielleicht trotzdem mal Lust reinzugucken.